So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Warum piept denn verdammt nochmal die Uhr? Aber eigentlich sind wir soweit fit, ne? Die können wir gleich nochmal gucken. Erstmal will ich mal gucken, läuft die Kiste hier überhaupt? Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, toll, das läuft. Alles gut. Ihr könnt sehen, mein Beweis, ich habe mir ein Hai gejagt. 10 Dinger braucht er, deswegen sieht meine Energie auch gerade so niedrig aus. Der hat mich ganz schön ein bisschen mitgenommen. Aber was soll's, ne? Alter, ich habe 3 Jahre schon drauf gedrückt aufs Ding. So, pass auf, wo ist mein Floß? Das lebt also noch, weil da habe ich nämlich was entdeckt. Wir haben hier Wracks, aber erstmal müssen wir uns ernähren. Klar könnte ich das durch das Haifischfleisch machen. Aber ich dachte mir einfach, den Kameraden, den räuchere ich. Und nimm ihn mit. So, und da jetzt hier kein Hai ist, werde ich aber mal unbefangen im Wasser spazieren gehen. Und abtauchen. Und verdammt nochmal, wo ist das jetzt hin? Da. Wieso hier? Ich habe doch... Ah, guck mal hier, der Kollege. Der ist gut, den nehmen wir mit. Ab nach oben mit dir. Ich habe nämlich... ein Flugzeugwrack gesehen. Unter Wasser. Das will ich suchen. Noch mehrere Wracks habe ich unter Wasser gefunden und die will ich alle holen. Na scheiße, ich nehme natürlich jetzt... Ne, jetzt kann man den... Ne, haben wir nicht. Hey, was mache ich denn jetzt hier? Den Fisch. Komm mit, Fisch. Ja, der nimmt mein ganzes Boot mit. Kein Problem soweit. Da wir gerade den Hai getötet haben, denke ich einfach, hey, wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn wir uns jetzt mal die Gelegenheit ergreifen würden, um einfach mal nach dem Wrack hier zu gucken. Aber zuvor muss ich essen. Oh ja, ich muss ganz dringend essen. Wie groß der Hai einfach ist, ne? Einfach unglaublich, echt unglaublich. So. Oh, was habe ich mit denen gemacht? Ganz ruhig, liebes Spiel. Ich mache nochmal eben Feuer. Ja, so. Eigentlich sollte er jetzt... Eigentlich sollte er down sein. Ja, jetzt haben wir es. So, einmal ganz kurz Feuer mucken. Oh. Brauchen wir Holz, ja? Shit, Mann. Also echt, läuft gerade nicht gut. Fleisch. Einmal aufhängen. Bop. Bop. Sehr gut. Feuer. Komm, nimm mit. Genau. Dahin. Sehr schön. Nimm mit. Und rubbel, was das Zeug hält. Manchmal, ich sage ja immer gerne, wie entspannt das Spiel ja manchmal ist, aber wenn man solche Situationen hat, dann ist das Spiel überhaupt nicht entspannt. Dann ist es eher anstrengend. Oh, nun geh doch endlich mal an. Wir verhungern. So. Genau. Ah, noch geht's. Noch ist nicht so schlimm. So, pass auf, dann legen wir noch mal ein bisschen Holz nach. Eigentlich bin ich hier extra gekommen wegen den Wracks. Also habe ich die Folge angemacht. Natürlich wird es dann jetzt auch nachts. Wie kann es auch sonst anders sein? So. Na, hat schon lange nicht mehr gepiept, ne? So, wir wollen uns auch eine andere Base aufbauen. Das ist hierbei der gute Plan. So, zip, 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 zip. So, ey. Ach, naja, was soll's. So. Und jetzt. Unser Water Collector so ein bisschen auffrischen. Nee. Naja. Zu trinken wollen wir ja so oder so. Nein. Och Gott. So. Drop. Ah, wir hielten aber noch nicht. Und wir können einfach nicht so ins Wasser springen, Alter. Das geht auch nicht. Oh, oh, oh. Wir müssen nachher in diese Richtung fahren. Da, zu dieser Insel. Denn ich wollte mir eine neue Base erschaffen. Da werde ich wahrscheinlich auch die Lampe hier mitnehmen, die hier so herrlich leuchtet. Ich glaube, der Hai liegt da gerade drauf.
Der Kollege bleibt erstmal so, wie er ist, weil ich finde das gar nicht mehr so schlecht gerade. Aber ich weiß nicht, soll ich mal so ins Wasser? Nicht in der Nacht, auf gar keinen Fall. So. So, ich habe mir mal ganz kurz mal Geflügel geholt. Wir haben mit der Bird Trap tatsächlich hier einen Vogel gefangen. Ui, flieg, du bist frei, warte mal. Den wollte ich eigentlich mal essen, beziehungsweise ja, mir mal zubereiten, da wir immer die ganze Zeit nur Fisch essen. Jetzt können wir auch mal Geflügel essen tatsächlich. Flieg, du bist frei, kara, kara, kara. Flieg höher hinaus. Okay. So, ja. Da fragt man sich, was ist verkehrt gelaufen? Was ist, woran hat es gelegen? Gibt's Federn? Einmal so ein kleines Stück Fleisch. Na gut, dann so ein Müll wird. Ja doch, da ist eigentlich genügend dran, ne? Ich weiß nicht. Naja, einmal zum Dinieren. Chip. Water. We need water. Eigentlich muss das mal, wie spät ist das? 3 Uhr, das, die Sonne muss ja auch gleich aufgehen, oder? Wir bringen noch mal ganz kurz Teile weg hier. Das können wir noch gebrauchen. Job. Das können wir noch gebrauchen. Job. Und wir brauchen noch den. Den können wir nämlich auch wunderbar noch an Bord gebrauchen. Ich habe das Floß einmal ganz kurz umgeparkt. Einfach mal. Ja. Aber weil ich es gemacht habe, ne? Ja. Mir war das zu weit weg, das andere einfach. So, hier haben wir unsere Gyroskopter-Teile irgendwo. Wo haben die denn genau hier? Nee. Hä, wo sind die alle hin? Sind das die Gyroskopter? Moment mal. Wo sind die Gyroskopter-Teile? Da sind die Gyroskopter-Teile. Genau, da packen wir den anderen Shit dazu. Ich weiß nicht, was ich dafür gebrauchen kann. Natürlich nicht. Natürlich nehmen wir es jetzt in die Hand. Nimm ihn in die Hand! Warum denn? Genau den. Den kann ich mal mitnehmen. So, und dann haben wir noch. Was haben wir noch dabei? Was haben wir hier oben drin? Die Waffen und Clays. Wo ist der Rest meiner Clays eigentlich hin? Das wüsste ich gerne mal. Das hätte ich so gerne mal erfahren. Es wackelt hier ziemlich viel. Hoffentlich kommt der Heilig wieder. Uhr 19. War es nicht eben gerade schon 4.21 Uhr? Wir brauchen keinen Schlaf. Wo ist mein Water Collector? Da. Ja, das Ziel dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass wir. Da hinten ist eine Insel mit so einem gigantischen Schiffswrack. Das ist wirklich gigantisch. Und ich weiß auch nicht, was es sein kann. So ein Frachter oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Oder vielleicht auch ein Kriegsschiff. Auf jeden Fall, das Ding ist echt groß. Und da wollen wir hin und da wollen wir unser Camp machen. Unser endgültiges Lagercamp. Wir haben das andere Lager aufgegeben. Und probieren einfach mal da glücklich zu werden. Ja, irgendwie so in der Richtung. So, dann wollen wir ein paar Geflügel. Bleib drinne, alles gut. So. Eigentlich wollte ich jetzt abtauchen, ne? Was hat da so geleuchtet? Gar nichts. Okay. Eigentlich ja schon. Unsere Energie wird immer besser. Wir sind wohlauf. Lass uns doch mal ein bisschen für unseren Water Collector nochmal schnell ein paar Farnwedel hier reinwerfen. Damit wir dann. Sollten wir irgendwann mal wieder zurückkommen. Hier gibt es übrigens noch eine Schlange auf dieser Insel. Die habe ich noch gar nicht erledigt. Und schon mal überlegt, mal versucht, auf diese Dinger raufzugehen? Auch nicht, ne? Moment mal, ist das so ein Farnwedel-Ding? Mach doch ab jetzt, genau. Da. Gut, das reicht. Also viel mal brauchen wir dafür. Wir brauchen wieder neue Stoff. Aber das werden wir wahrscheinlich uns in der anderen Insel dann aufbauen, soweit. So,
So, sehr schön. Ach, das ist schön. Das ist schön. So, jetzt gibt es gleich schlechtes Wetter. So, eigentlich müsste jetzt die Sonne aufgehen. Ja, es es errötet sich der Himmel. Ja, dauert halt ein bisschen alles, ne? Nicht so real life und so. So, pass auf, folgendermaßen Dinge passiert jetzt. Also, da hinten, wo unser Fluss gewesen ist, da habe ich, als ich mit dem Tigerhai gekämpft, Tigerhai, da kriege ich sogar immer noch eine Stadt drüber, als ich da mit denen gekämpft hatte, hatte ich da ganz tief einen Wrack gefunden. Oh, guck mal, die Sonne geht auf. Oh, das ist aber schön. Und das gucken wir uns jetzt erstmal herrlich an, ne? Das sieht ja echt schön aus. Warte, das sieht ja traumkulissenhaft mäßig aus. Wow. Ich fühle mich total direkt so in meiner, mit meiner rauen Seele direkt mal romantisch angehaucht, einfach gerade, ne? Das muss ich ja auch mal jetzt hinzufügen, langsam mal. Oh. Wunderschön. Ja. Ach, herrje. Wenn ich jetzt mit Inka hier wäre, es wäre wunderschön. Inka würde dann auf den Felsen da vorne sitzen, wo die Möwe drauf sitzt, hier vorne. Da. Als Meerjungfrau. Mhm. Mit Muschelbikini. Ja, so würde sie sein. Ach, egal. So, pass auf. Hier unten habe ich Flugzeugwrack gesehen. Das wollen wir jetzt untersuchen. Und ich hoffe, dass der Hai nicht wiederkommt so schnell. Die müssen erstmal neue Haie produzieren. Na, die Sicht ist natürlich echt jetzt Käse. Die Sicht ist echt mega Käse, ne? Scheiße, wir müssen echt weiter warten. Wir sehen hier noch nicht viel. Ach, guck mal, wir sind direkt unter dem Floß. Das hätten wir sehen. Die Sicht ist einfach scheiße gerade. Lass mal auf unser Fluss drauf, mal gucken. Vielleicht können wir es abclaimen, das wäre auch cool. Wenn wir hier noch... rauf da jetzt! Geht ja nicht. Ach, warum auch? Ach, jetzt so und dann glitschen wir unter durch. Das ist die geilste Technik der Welt. Wer will so nicht auf so einen Fluss draufsteigen? Ach, guck mal, hier haben wir noch ein paar Clays. Das wusste ich nicht. Aber wenn wir noch Clays finden... Warum sollten wir das nicht nutzen, ha? Mir war eben halt so, als hätte ich irgendwie was Clayiges gesehen da unten. Das sieht doch danach aus, wie ihr wollt. Oh, direkt gleich mal so eine Giftschlange hier unterwegs. Warum nimmt ihr nicht mit? Holt eh. Ich hol doch schon. Lass mal kurz wieder auftauchen. Giftschlange, geh weg von mir. Oh ja, unterm Floß natürlich. Oh, die Giftschlange. Die macht mich hier so ein bisschen nervös hier, ne? Das muss ich ja mal ehrlich zugestehen. Wo ist jetzt unser Kläschen? Da. Oh, Kläschen, Puppächen. Da liegen noch mehr. Komm, lass mal alle aufsammeln. Komm. Ja. Das sind auch wunderschöne Claybrocken. Warum nimmt er die nicht mit? Genau. Alles geklayt. So, wait. Warum sieht der Himmel so aus, als würde es jeden Moment Gewitter geben? Bäh. Hier hätte ich auch noch... Warte, was? Ich dachte gerade, da war ein Tier am Strand. So, genau, hier haben wir auch noch welche. Es ist natürlich echt ärgerlich. Ja, genau, den wollen wir. Das ist ein hübsches Stück. So, pass auf. Genau. Die findet man ja Gott sei Dank ja fast überall. Das heißt, man kann die immer wunderbar sammeln gehen. Alter, schaukelt das hier. Was ist hier los? Ordentlich Wind aufgetragen hier alles, ne? Lass uns mal ganz kurz hier das Segel einholen. Nun stellt sich mir die Frage, wo ist das Flugzeugwrack, was ich gesehen habe? Ihr haltet mich bestimmt für Lala im Kopf. Aber es ist, es war ein Flugzeugwrack hier. Gut bloß, ne? Da sind noch mehr hier Clays.
unter dem Meer und so weiter und so fort. Ich kann das doch nicht, Mann. Jetzt halte ich mich selber für Lala. Peaks. Da war ein Heck vom Flugzeug. Ich schwöre euch das, Leute. Ich sag euch das. Wo habe ich denn gefightet hier? Guck mal, das ist noch mehr Clays. Oh, habe ich mich erschrocken? Bist du doof im Kopf oder was? Da, was ist das denn hier? Ja, das gehört zum Schiff, ne? Nee, das hier war das doch, aber es war auch hier ganz tief unten auch ein Wrack und so. Als ich hier mit dem Fischgiff gekämpft habe hier. Ist ja nicht was drin, ne? Ein Dosenöffner. Klar, wir brauchen sehr viele Dosenöffner. Und sowas halt noch. Ey, ich schwöre, das war hier. Mein Gott, das ist ja ärgerlich. Ich bin Lala im Kopf, ganz klar, ganz klar. Aber hier hatten wir auch immer bei gekämpft, ne? Hier war das auch irgendwo. Da war auch ganz tief ein Schiffswrack. Das ist eine Schlange, da müssen wir aufpassen. Moment. Ich dachte schon, ich hätte gerade einen Hai gehört. Ha. Ah, guck mal da. So tief war das ja gar nicht. Nimm doch die Planken mit. Und jetzt hängen wir wieder irgendwo fest. Kann ich nicht mitnehmen? Nö, geht nicht. Da, nehmen wir mit. Schnapp. Die Wap. Okay. Stellt sich mir aber jetzt die Frage. Warte mal, war hier noch mehr drin? Ja, hier ist noch eine Kiste, super. Zap. Wo habe ich das mit dem Flugzeugwrack gesehen? Da wollte ich auch nochmal unbedingt hin. Das habe ich mir ja nicht eingebildet. Weil danach könnten wir eigentlich weiterziehen. Das ist so der Plan. Oh oh. Die sind auch wirklich überall, ne? So, was haben wir hier? Droppen wir mal den Shit. Und checken das einfach mal alles ab. Den Hammer können wir auf jeden Fall noch mit gebrauchen. Ich weiß nicht, davon haben wir auch schon einiges. Ebenso die Lampen. Die gehen uns auch irgendwie nicht kaputt. Aber das hier ist schon mal sehr wichtig. Na, komm, lass uns das einmal zum Schiff bringen. So, was haben wir hier drin? Das ist... Oh, guck mal, davon haben wir da welche drin. Vielleicht... So. So, ich will jetzt gucken, da war ein Flugzeugheck, das brauche ich auch noch. Ich brauche es für mich, damit ich weiß, dass ich nicht Lala bin. Dabei war das auch gar nicht so tief im Wasser. Ich verstehe es nicht, wo das jetzt abgeblieben ist.
zwei von diesen großen Fischen hier. Lecker, lecker. Davon ernähren wir uns ja quasi. Was ist das? Das Schiff hier, ne? Hm. Hier hätten wir das schon alles untersucht, ne? Ach ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Hai wieder. Und damit hätten wir doch schon fast unsere Mission dann schon beendet hier, weil wir einfach nicht nochmal gegen einen Hai kämpfen müssen unbedingt. Schade eigentlich. Ja gut, aber es gibt ja mehr als nur einen Hai wegen dem Ozean, ne? Ich weiß aber nicht, wo das gewesen ist, Leute. Ich weiß es nicht. Und es ärgert mich gerade, dass ich dieses Flugzeugwrack da nicht mehr finde einfach, ne? Das war genau hier auf dieser Insel. Ich sag euch das. Bitte glaubt mir es einfach. Die Frage ist, warum sollte es da hinten gewesen sein? Was könnte ich da gesucht haben, wenn das da hinten war? Genau, da sprudelte dann noch was anderes raus. Gibt es denn irgendwie eine Andeutung darauf hin, dass da irgendwie ein Flugzeug liegen könnte oder so? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Huhu. Ist das ein anderes Wrack, was hier vorne ist? Vorsichtig. Sollte mal ein bisschen entfernter da wegbleiben hier von den scheiß Seesternen. Patrick Star. Ganz kurz, nur damit ich mich fehlen kann, falls der... Waren wir da gerade da? Ja, das war, da waren wir gerade drauf, ne, auf den hier, ne? Ja. Ach, schade, Leute. Ehrlich, wirklich mega schade, dass ich es noch nicht wiederfinden kann. Nun, aber dann beginnen wir jetzt einfach die Reise Richtung neue Heimat, ne? Wie sieht das denn bei uns aus mit Ernährung und so? Wir könnten Wasser gebrauchen, das trinken wir jetzt auch noch tatsächlich. Und dann ziehen wir direkt weiter. Warum nehme ich das nicht mit? Hier ist alles leer. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann hier irgendwie hier hoch. Ich weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, pass auf. Einmal ganz kurz einen fetten Schluck Wasser trinken. Schlürp, schlürp. So, reicht das? Wir sind wieder am Hilton. Na, komm, noch ein. Genau, weil es schmeckt. So. Schön sauberes Wasser. So, und jetzt müssen wir dahin, zu dieser rechten Insel. Gut. Ja. Tja, scheint mich getäuscht zu haben mit dem... Dass die Stachelrochen nicht giftig sind, ne? Bap, vergiftet. So, die Motorteile hatte ich hier da gelassen, ne? Genau. Sehr gut. Segel setzen und auf Kurs. Volle Fahrt Santiano. Komm, dreh, 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 sonst darf ich gleich wieder aussteigen und schieben. Oh, dreh rum, dreh rum, dreh rum, dreh rum, dreh rum, dreh rum, 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 rum. Dreh dich rum, dreh dich rum. Oh, anstatt dass wir jetzt nach rechts weiter abdriften, ne? Nein, nein, warum auch? Kein Problem soweit. So, einmal ums Schiff herum. Wir wollen auf Kurs. Bring uns auf Kurs. Richtung Freiheit geradeaus.
Von da hinten kamen wir ursprünglich her, richtig genau. Dann wird das die nächste Insel. So, ihr Knuddelbärchen da draußen. Das war's wieder für diese Folge. Wir werden uns wiedersehen in der nächsten Folge. Was haben wir denn da vor uns direkt? Da ist doch irgendwas im Wasser gewesen. Oder wieder ein Sapperfleck auf dem Monitor. Nee, ist nicht sapperfleckig. Nee, das ist die Insel tatsächlich, oder? Was ist denn das? Oder bilde ich mir da echt nur was ein hinten? Ich glaube vielmehr, ich bilde mir was ein. Du Fatamorgana. So, ihr Knuddelbärchen da draußen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Schaltet auch dann wieder rein. Bis dahin, ciao, Freunde.